Ja, hallo, da bin ich noch mal kurz aus dem Off. Ich möchte mich einfach nur dafür entschuldigen, dass ja, dass gestern keine Folge kam. Ich hatte mal wieder einen psychischen Einbruch und außerdem kam mir noch was dazwischen. Und naja, dann habe ich gestern voll und ganz vergessen, ja, das Video zu rendern. Und dafür bekommt ihr heute aber eine etwas längere Folge. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und man sieht sich gleich oder hört sich gleich, besser gesagt. Bis gleich. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Europa Universalis 4 mit Malaysia. Wir werden jetzt erstmal auf unsere Schiffchen warten. Ja. Und dann. Oh, Großbritannien, hallo, wie geht's denn so? Und dann werden wir. Auch bald wahrscheinlich noch in Amerika weitermachen. Oh, Großbritannien ist jetzt wieder eine Republik. Eine Diktatur. Okay. Was mich allerdings gerade interessiert ist. Oh, wir sind kurz vor den 1000 Entwicklungen. Aber da zählen natürlich auch hier die. Moment. Die Provinzen noch mit. Ja. Aber. Wir kriegen ja dann die Hälfte. Wenn das unsere Untertanen werden. Naja. Aber das heißt, wir können bald zu einem Königreich aufsteigen. Malwa hat interne Konflikte. Ach, da habe ich mich ja schon gestern gefragt, ob das Portugal ist. Aber nein, es ist nur Hadramut. Fisch. Und wir machen so viel Geld. Oh, naja, gut, mit unseren Schiffen. Zumindest in der neuen Welt müssen wir mal noch warten. Oder müssten wir länger warten, sagen wir es so. Entschuldigung. Ja. Ach, die Osmanen kämpfen gerade gegen Serbien, den Kirchenstaat. Bosnien, Serbien, Kirchenstaat, Dithmarschen und Ulm. Oh, Seidenstoffe oder Seide wird teurer. Ah, schön. Schauen wir gleich. Du bist verbündet mit Ostfriesland, Frankfurt, Magdeburg und Mailand. Na, das ist ja easy. So, hier ist gerade irgendwas fertig geworden. Sehr schön. Dann gibt's das hier noch. Ja. Dann haben wir auch schon Kalifornien, also wenn die und noch eine Provinz fertig sind. Ja. Huch, wieso ist denn jetzt noch pausiert? Hier machen wir den. Ich wollte gerade hier. Selbsterhaltend. Moment bitte. Ja, Malaiisch-Mexiko. Lassen wir so. Und dann wollte ich auf Colima noch einen Anspruch fingieren. Oder gehe ich erstmal zum Aztekenreich? Moment.
Wer hat denn hier Gold? Das Aztekenreich. Und die hier, die, wie auch immer, die heißen. Das Aztekenreich und hier die. Die sechs Provinzen. Okay. Dann werde ich wohl erstmal auf das Aztekenreich einen Anspruch fingieren. Während das passiert, dann hierauf noch und dann noch hierauf. Oh, erlangt Untertanen, ja. Sehr schön. Und errichtet eine große Flotte. Sehr schön. Dominiert den Handel. Oh. Nice. Die Ausbreitung nach Übersee haben wir aber noch nicht geschafft. Ja. Aber wir haben halt keine, leider keine, keine nationenspezifischen Missionen. Das war es, was ich sagen wollte. So. Oh, und natürlich haben wir noch einen Händler. Haben wir denn hier? Hier haben wir schon einen Händler. Schön. Dann wird es jetzt in Mexiko noch einen Händler geben, der den Handelseinfluss überträgt. Dann schauen wir mal, wohin er den überträgt. Ausgezeichnet. Sehr schön. Jetzt könnten wir auch Unis bauen. Sag mal, sind wir nicht so niedisch? Hä? Moment, ich bin jetzt gerade verwirrt. Wieso sollen wir denn so niedische... Sag mal, ganz kurz. Die sind animistisch. Naja, und ich sollte vielleicht auch noch... Ihn werde ich mal abberufen. Und dafür einen zu meinen Untertanen schicken. Hier, eigene Untertanen. Dann müsste ich eigentlich auch noch sagen, dass die den hier machen sollen. Aber wie baue ich das dann am schnellsten wieder ab? Das ist so eine Sache. Das ist jetzt so eine Sache. Herrscher beschwichtigen, ja klar, aber... Schulden tilgen, kannst du vergessen. Gebietsanspruch. Nee. Da müssten wir halt warten oder... Ja. Okay, er geht erstmal dahin. Und die müssten ja, genau, die sind sunnitisch. Aber die sind halt animistisch. Und die können wir erst dann, da können wir erst dann die Religion durchsetzen, sobald, ja, sobald hier, oh, Dominanz im Teehandel, sobald wir hier die Beziehungen verbessern. Oder wir werden hier einfach direkt die Religion durchsetzen. Oh, die Unterstützungen sind ausgelaufen. Ja, gut.
Fangen wir mal hier an. Okay, die haben kein temporäres Minus. Ich werde einfach einen General würfeln. Ich wollte gerade sagen, einen Conquistador, aber der bringt ja nur 15. Einfluss. Das bitte noch. Habt ihr irgendein temporäres Minus? Ja. Minus von 10%. Gut, machen wir den. Und ihr. Habt ihr irgendein temporäres Minus? Nein. Das bringt 10 Einfluss, ja. Machen wir. Administrative Hilfe, bitte. Ja, und wir haben jetzt halt einen Untertan, der uns nicht mag, aber was soll's. Ist für den Moment erst einmal egal. Ja, so ein bisschen Unruhe kann man ja schon mal haben. Oh, Zentral-Java könnten wir noch machen. Also zu einem Staat machen. Und was noch? Ost-Java dann noch, wenn wir alle Provinzen haben. Ja, mache ich das mal nicht. Wir bauen hier unten noch die drei Schiffe. Gut. Aber hier in Mexiko bauen wir nichts mehr. Ja, die haben den noch. Gut. Und hier können wir auch nichts bauen. Weil wir keine Häfen mehr verfügbar haben. Was ein bisschen blöd ist. Weil uns ja jetzt die Provinzen hier nicht mehr gehören. Aber gut, was willst du machen? Ich bewege mich mit denen schon mal hier hin. Und gebt denen einfach mal den Anführer. Azteken, mit wem seid ihr verbündet? Mit Canpech. Und ihr habt... Oh, die haben die hier als Untertan. Und wen noch? Otomi. Nee. Wer sind denn die Otomi? Das ist Canpech, okay. Und... Oh. Nee. Hä? Moment. Otomi. Wo ist Otomi? Ach, dieses kleine bisschen hier. Ja gut, von mir aus. Können wir auch gleich noch einnehmen. Aber erstmal werden wir einen Anspruch hierauf oder hierauf fingieren. Weder noch. Also, da ist weder noch Gold. Werden wir hierauf fingieren. Den Anspruch. Dann kommt ihr mal zurück. Dann werden wir schon mal hierauf ein... Moment, was? Okay. Die Osmanen. Da, ihr wisst aber schon, dass das hier Portugal ist. Oder? Naja, gut. Portugal ist nicht so das Problem. Machen wir das so. Das geht schon runter. Oh.
Steuereinnahmen global. Boah. Vor allem noch für 15 Jahre. Das könnte wehtun, aber wir machen eh genügend Geld, also. Ja, komm. So viel hat es jetzt auch nicht geändert. So, wir warten noch auf den nächsten Monat. Und dann werden wir mal angreifen. So, Krieg erklären. Kann Pesch macht nicht mal mit, weil sie Schulden haben. Macht die mal schnell platt, danke. Ja, das ist auch hier. Gut. Dann macht das mal so, dass ihr euch hier hinstellt. Obwohl, es könnte vielleicht dann doch ein bisschen mehr wehtun als gedacht. Ihr teilt euch auch nochmal auf in zwei Armeen. Ihr lauft hier in. Nee, Moment. Ihr lauft nach hier. Könnte dann doch ein bisschen wehtun. Wenn die hier irgendwo durchkommen. So. Und ihr, ich sagte ihr, dürft noch hier hinlaufen. Die laufen hier hin, das ist in Ordnung. Dann werden wir eine Kanone hier stehen lassen. Und mit denen gehen wir dann gleich, sobald die ihr dämliches Schloss da haben. Danke, gehen wir hier hin. Und ich glaube, ich halbiere diesen Trupp auch nochmal. Geh mit denen. Ne, geh mit denen hier runter und mit den anderen wieder hier hin. So. Dann werden wir jetzt erstmal so ein bisschen belagern. Ja. Sobald die hier fertig sind, werde ich die mit hier rüber schicken. Und die verteidigen ja eh nur ihr eigenes Land. Weil sie unzufrieden sind mit meiner Herrschaft. Oder unserer Herrschaft, je nachdem. Die müssen eh da oben warten. So, ihr geht jetzt mit hier rüber. So. Oh, noch mehr Aztekenreich. Ja, auch nicht verkehrt. Dann teilen wir die wieder auf. Und die Sechse gleich nochmal. Oh, und hier können wir noch gar nicht hin. Na gut, dann warten wir. Ganz großes Kino. Ihr dürft hier durchlaufen und ihr lauft mal hier hin. Und euch würde ich mal aufteilen und die sieben wahrscheinlich nach hier oben schicken. Oder die laufen erstmal dahin.
Ja, hier komme ich jetzt so hin. Auch gut. So, dann macht mal den und lauft dann wieder hierher. 100 Bevölkerung, sehr schön. Ja, ich habe es gerade gesehen. Wir haben noch einen Kolonisten frei. Wo kolonialisieren wir denn jetzt? Was? Ach so, ja, deswegen. Wo kolonialisieren wir denn jetzt gerade mal nicht? Hier. Wir kolonisieren die Provinz, ja. Und die Provinz, ja. Ich glaube, dann kolonisiere ich auch gleich noch die Provinz. Gut. Dann hätten wir das nämlich auch. Und da komme ich nicht hin. Na gut. Dann ist das halt so. Gut, die ist selbsterhaltend. Dann werden wir jetzt uns das hier noch holen. Und die haben jetzt hier angefangen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dämliches Portugal. Ja. Oh, portugiesisch Louisiana, Florida, Neufundland. Okay. Nun gut. So, jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass die Belagerungen mal fertig werden. Und holen uns mal so ganz nebenbei mal noch unsere besseren Einheiten. Und wir bauen, wenn ich mal nach Hause finde, sehr schön. Dann bauen wir jetzt mal hier noch aus. Die ganzen Sachen. Die drei Festungen. Bastionen zu Sternenfestung. Sternenfestungen, besser gesagt. Ach ja, das war ja unter Belagerung. Oh. So ein Rotz. Und Spanien kolonialisiert hier oben. Fröhlich vor sich hin. Naja, gut, sollen sie das mal machen. Ja. Sollen sie das mal tun. Und ja, ich weiß, eigentlich macht man sowas im Krieg nicht, aber. Also seine Truppen verbessern, aber. Naja. Obwohl, lauft ihr mal noch mit nach Hause und ihr lauft hier rein. Und belagert noch die Provinz. Und dann hat sich das nämlich auch schon. Oh, von Portugiesisch Mexiko ist hier eine Flotte. Wow. Nee, dann verlässt lieber der unseren Hof. Ja, dann holen wir uns halt ihn hier. Passt auch. Ja. Oh, wir haben das ja schon belagert. Sehr schön. Hab ich damit alle Goldprovinzen? Das ist hier die Frage. Nein, die hier unten fehlt mir noch. Dann würde das heißen, ich würde die Provinz weglassen. Gut.
Die würde ich weglassen und dafür, huch, welche war's? Die hier unten noch mitnehmen. Die hier unten mitnehmen, die weg. Ah, die kann ich nicht weglassen. Wieso? Habt ihr das noch nicht gekurt oder was ist euer Problem? Oh. Ja, damit ich hier außen rumkomme, müssen die das noch kuren. Klassiker. Dann lauft mal nach Mexiko. Da stehen sie relativ zentral, falls da irgendwelche Revolten ausbrechen sollten. Dass sie die direkt niederschlagen können. Oh, ja. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ist jetzt Böhmen. Was? Chahar? Zeig mal kurz. Ach so. Na gut. So, dann werden wir wohl erstmal noch ein bisschen warten müssen, bis diese Provinz gekurt ist. Ich meine, ich könnte auch jetzt hier die nehmen und dann hier runter gehen, aber da würde ich den Portugiesen ja sozusagen noch eine Provinz schenken. Und das wäre ja der übelste Quatsch. Und wir haben wieder einen Kolonisten frei. Was ist denn? Hä? Also, wir haben hier unsere Kolonie und da. Das heißt, hier unten. Hier. Ah, weil die das schon selbst machen. Dann sollen die das selbst machen. Dann kümmere ich mich um andere Dinge. Zum Beispiel. Man könnte hier hingehen und. Ja, könnte man aber auch anders machen. Gibt es hier irgendeine Provinz, die sich sehr lohnt? Nein. Gut, wisst ihr was? Dann geht's halt nach Alaska. Das war die. Das sind auch nur drei. Drei. Haben wir hier vielleicht irgendwo was, wo sich's auch lohnt? Drei. 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 Die hatte ich mir schon angeschaut. Drei. Drei. Fünf. Auch fünf. Auch fünf. Auch fünf. Da ist schon jemand. Drei. Da ist auch schon jemand. Sieben und drei. Senden wir hier einen hin, einen Kolonisten. Ja, machen wir so. Habt ihr die Provinz bald mal? Bis wann soll denn das noch dauern? Moment bitte. Oh. Okay. Ich helfe euch. Es gibt denen nämlich auch Minus Freiheitsbestreben. Und danach schaue ich mal wegen der Technologie. Ja, der arbeitet dran. Ganz toll. Ja. Holen wir uns. Aber wie lange das noch dauern soll, das steht natürlich nicht mit dabei. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich mache Frieden. Aber welche Provinzen waren denn jetzt Gold? Texoco bis hier runter. Abgesehen von Guatemala oder Guatemala, je nachdem.
Moment, ich hab's schon wieder vergessen. Bis hierhin. Meine Güte, ist denn das so schwer? Bis hierhin, das ist keine mehr. Ah, no Mann, oh Mann. So. Und dann hole ich mir halt noch die. Wie würde mich denn eigentlich die andere kosten? Die hier. 12%. Ja, komm. Da das der Kriegsgrund war. Ganz ehrlich. Ach, Machapahit. Die Azteken können dann nicht mehr, weil wir einen Waffenstillstand haben. Kolima, Tonala, Chichimeka haben wir auch einen Waffenstillstand. Und Machapahit. Ja, komm, machen wir so. Und das müsste eigentlich auch gleich alles in deren Hände übergehen. Genau. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wann geht denn das mal weiter mit Mexiko? Sonst kümmere ich mich jetzt gleich um Mexiko. Oder Mexiko, je nachdem. Noch eine Idee. Die Handelideen wären bestimmt ganz nice. Mich würden aber auch die religiösen ein bisschen reizen. Aber auch die Quantität. Nehmen wir die Quantität oder vielleicht sogar die Offensiven? Wie viele haben wir denn eigentlich noch frei? Wir haben noch 4 frei. Und ich muss jetzt mich zwischen 5 entscheiden. Religiös, Handel, Seefahrt. Offensiv und Quantität. Ich würde, glaube ich, die beiden noch nehmen, den Handel und die religiösen Ideen. Wir machen zurzeit die meisten Punkte im Admin-Bereich. Und unser Thronfolger würde dann eigentlich im Diplo-Bereich die meisten Punkte machen. Ja, aber ich würde trotzdem die religiösen jetzt erstmal noch nehmen wollen. Verlieren wir halt ein paar Dukaten, ist halt so. Ja, der wievielte Rang sind wir? Oh, der dritte. Und wie viel Entwicklung haben wir? 915. Okay, da werden doch nur unsere mit reingezählt. Lauft ihr mal bitte hier hoch. Und dann wieder nach Guamaresch. Yay. Konvertierung erfolgreich. Dann nehmen wir die nächste Provinz. Dann bleibt dann doch erstmal hier stehen. Nein, Luwu. Ja, lauft mal wieder zurück. Nein, Zulu. Wir machen kein Bündnis. So. Tlapanegen sind ein Vasall von Kolima. Gibt es ja eigentlich noch mal irgendwo Gold?
Außer das, was Portugal schon hat. Ja, gut, in Campeche. Und in vielen weiß das halt nicht. Wir haben immer noch 100% Freiheitsbestreben. Ja, okay. Oh, die haben aber Schulden. Immer mal wieder Schulden tilgen, das wirkt sich aufs Freiheitsbestreben aus. Mit 70 Dukaten waren das jetzt schon 10%. Oh, unser Militäringenieur ist gestorben. Ingenieur, besser gesagt. Nehmen wir Moralarmee. Auch nicht verkehrt. Viehbestand, ja, von mir aus. So, hier werden wir jetzt erstmal nichts mehr machen, außer vielleicht noch Colima angreifen. Dann irgendwann mal auslaufender Casus Belli. Ach, wegen Pegu. Na gut. Oh, die 13 Kolonien in Florida. Ja, okay. Yay. Nächste Provinz. General mit 50 Tradition. Hau wäsch den Müll. Oh ja, Kolonie ist selbsterhaltend. Sehr schön, dann werden wir mit denen, mit denen hier einfach weiter hochgehen, bis die beiden Kolonien sich hier treffen. Ach Mann. Ja, das ist. Oh. Wir haben gerade viel entdeckt. Wow, sogar. Sehr viel entdeckt. Nur entdecken wir halt hier nichts, weil. Ja, gut, durch Chickasaw könnten wir durch, aber durch Neufundland nicht. Durch Portugal natürlich nicht. Ja, hier unten müssten wir durch Spanisch La Plata, aber das schaffen wir ja auch nicht. Hier wäre kein Problem, weil hier ja Ureinwohner sind. Ja. Naja. Nein, Bengalen. Moment. Ich muss immer mal wieder gucken, ob die Schulden haben. Okay. Wenn Malaysisch-Mexiko stärker ist als Portugiesisch-Mexiko, dann könnten wir einen Kolonialkrieg ausrufen lassen. Da würden wirklich nur die beiden gegeneinander kämpfen. Da würde Portugal nicht involviert werden, so könnte man die nach und nach wegfressen. Und wir haben noch einen Missionar, einen weiteren. Sehr schön. Dann werden wir jetzt erstmal hier ein bisschen missionieren gehen. Ja. Ach ja. Wir müssten eigentlich mal wieder in Asien ein bisschen zuschlagen. Was das ganze Land betrifft. Also Landeroberung. Will ich zuschlagen?
Wir müssen auf jeden Fall Kachar von der Landkarte tilgen, die haben dieselbe Farbe wie wir. Ich glaube, ich hole mir, obwohl, Dali müsste ich dann gegen Langxang kämpfen. Klasse. Ja. Mongnai wäre jetzt nicht das Problem. Wenn ich wüsste, wo Mongnai ist. Aber ich glaube, die wären nicht so das Problem, aber Langxang wäre so ein Problem. Mongnai. Also mich interessiert jetzt, wo Mongnai ist. Mongnai. Ah, ich sehe es. Ja, nee, Mongnai ist nicht das Problem. Pegu auch nicht, aber Langsang könnte, wie gesagt, ein Problem werden. Und ich glaube, ich würde da dann auch mal rüberlaufen. Weil es kann durchaus sein, dass ich hier den nächsten Krieg bald beginne. Die Mongolen haben interne Konflikte. Sehr schön. Dann fahre ich mit der, ja, mit der Flotte hier hoch. Ich werde hier drüben noch ein bisschen weiter konvertieren. Die ganzen Provinzen.